So, das Schöne an der ganzen Geschichte, sie ist halt Seniorin und deswegen will ich sie haben. Leider ist sie verheiratet. Nun, da müssen wir uns was überlegen. Und ich habe heute überlegt und habe mir gedacht, wie komme ich an Marina ran? Welche Möglichkeiten habe ich? Und dann ist es mir eingefallen, ich töte einfach ihren Mann. Jetzt gehe ich in den Pool. Du sollst dich doch nicht selber umbringen. Geh schnell dahin. Schnell. Ins Wasser mit dir. Jetzt geh doch ins Wasser. Der sitzt da einfach nur. Schubs ihn rein. Ich kann ihn nicht reinschubsen. Wir machen das erstmal so. Nein! Nein! Ich fasse es nicht. Okay, kein Problem. Wir sperren ihn so ein. Sonst hat das immer funktioniert. Könnt ihr wenigstens selber reinlaufen? Jawohl! Es ist einfach alle gestorben. Das ist doch unmöglich. Ach Gott, ist das geil. Einfach alle drei reingelaufen. Naja. Dummheit muss auch bestraft werden, Freunde. Dummheit muss auch bestraft werden. So kann ich manchmal Leichen ohne Ende. Tragen. Nicht mal gespeichert. Gut. Leute, wir sehen uns morgen wieder. An der Stelle, wo wir gestorben sind. Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Skyrim Anduril. Ich hab den Speicherstand wiederhergestellt. Keine Sorge, ich habe gerade gespeichert. Kurz bevor ich aufgenommen habe. Alles ist gut. Wir sollten Meter Abstand halten. Ich höre dich. Was zum? Okay. Ich wusste es. Gleich nachdem sich die Leiche bewegt hat, du Drecksack. Ich wusste, dass sich die Leiche nicht umsonst bewegt. Die Leiche hat sich umgedreht. Hey! Wir spielen doch zusammen, ey. Das kannst du mir doch nicht erzählen. Der eine verwirrt mich mit seiner Leiche und dann kommt der andere von der anderen Seite. Wir klettern hier mal rauf. Eventuell können wir aus dem Wasser heraus. Ich erinnere mich nämlich, dass da Wasser war. Irgendwie bin ich da hingekommen. Oh, das war knapp. Das hätte ich mir die rüber aufgeklatscht. Okay. Da sind zwei Wachen. Solange wir erstmal nicht im roten Bereich sind, sind wir safe. Deswegen werde ich mich. Das ist doch nicht dein Ernst, Alter. Bist du gerade ins Wasser gesprungen? Ich bin von Idioten umgeben.